Hallihallo, du lieber wieder und herzlich willkommen hier bei diesen wunderbaren Mai-Energien. Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei. Und wir schauen uns jetzt da gleich an, um was es bei dir geht. Ich habe als Hauptbotschaft schon hier zwei Themenkarten bekommen, die werde ich aber erst am Schluss vorlesen, weil sie einfach in Reimform sind. Das sind die Heart-Channelings-Karten von mir. Und wir schauen uns jetzt einfach das Thema an mit dem Rat der Hohepriesterin, dass wir schauen, welche Überraschungen, ich bin ja auch eine Widderfrau, jetzt hier im Mai auf uns warten. Um was es jetzt geht, was wir jetzt hier in die Veränderung bringen wollen, sehen wir schon da. Worum es geht, wenn es heißt, jeder Tag wird besser sein. Welches magische Licht geht da an? Welches magische Licht ist auch dein? Auch mit der 22 geht es hier um eine Stabilität, um eine Verbindung, um etwas Höhergestelltes, etwas, was Freiheit verspricht, etwas, was die Grenzen sprengt und wo es aber auch ein Stück weit ums Loslassen geht, um die Befreiung, um die Selbstbestimmung. Auch und am 28. Mai habe ich dazu einen Workshop, einen Live-Workshop, kostenfrei. Schau da bitte unten in der Info nach dem Link, dein Weg zu dir.at und sei so frei, sei da einfach dabei. Da gehen wir einfach da rein, ja, in diese Prozesse des Lebens wirklich einzusteigen und alte Traumata, Verlust, Ängste, Einsamkeit, Leere, Kreisläufe im Kopf und so weiter zu beenden. Ja. Aber jetzt geht es darum, hier zu schauen, was brauchst du, um was geht es da? Und ich sehe schon, und das war jetzt auch die Einleitung hier ein bisschen, es geht um die Einsamkeit hier, die ein bisschen endet. Ja? Jetzt schau mal, was bei dir Einsamkeit als Wort auslöst. Ist Einsamkeit wirklich eine Einsamkeit? Na, so wie bei mir ist es, wenn ich mich einsam gefühlt habe, habe ich mich meistens umringt von Menschen einsam gefühlt, indem ich mich anders gefühlt habe, indem ich mich nicht zugehörig gefühlt habe, indem ich nicht das Gefühl hatte, verstanden zu sein, gehört zu sein, indem ich Sehnsucht gehabt habe nach woanders. Ich war irgendwie nicht in meinem Heim, nicht in meinem Zuhause hier. Ich war nicht für mich integriert und seit ich verstanden habe, dass ich hierher gekommen bin, jeden Tag aufs Neue und mich dazu entschieden habe, hier auf dieser Erde zu sein, hat mir das geholfen, hier eine Brücke zu bauen zwischen meiner alten Zeit und dem, wo ich heute bin, und dieses Loch, diese Leere der Einsamkeit zu füllen mit einer wunderschönen, für mich jetzt kreativ ausgedrückten Blumenwiese. Und ich glaube, darum geht's und das ist jetzt so das, was ein bisschen herauskommt. Wir sehen jetzt hier, dass ein Spiegel gebrochen werden will. Und zwar geht es darum, und da haben wir jetzt den Arzt, also Gesundheit, Vitalität, Stress, Gebrechen, Krankheit, Medikamente. Ich nehme das jetzt nicht in diesem Kontext auf, sondern es geht darum, Antworten durch Karten legen, Berater, Talente, Arbeit, Orakel, dein göttliches Ich, dein Gespräch mit Gott, wie auch immer, wo du stehst, wie du für dich lebst, ja, hier eine Antwort in dir zu finden. Und zwar, was ist das, was dich belebt und was ist das, was eben, wo du dann immer so neben dir gehst? Ja? Was im Leben ist nicht das mehr, was dir entspricht? Was im Leben ist vielleicht nicht mehr das, wonach dir gerade ist? Wo hast du dich vielleicht auch verrannt, in welchen Themen? Wo hast du vielleicht, ja, wo braucht vielleicht noch die Liebe Anklang in dir? Wer im Anklang mit sich selbst und der universellen Liebe ist, ist im Einklang mit der heiligen Geometrie. Eine wunderschöne Karte, ja, ich zeige sie dir. Und da geht es jetzt darum, Liebe in einer Situation zwischen Menschen oder sonstiges oder vielleicht auch eine Situation, es könnte jetzt alles sein, ja, hineinfließen zu lassen und vor allem bekomme ich mit dir selbst gegenüber, weil du bist hier der Mittelpunkt in deinem Leben und es geht hier jetzt ganz, ganz stark um dich, es geht jetzt ganz stark darum, um dich zu erkennen, um wirklich zu erkennen, wer du wirklich bist und da haben wir I look forward to new challenges, ja, ich schaue nach vorne zu neuen Herausforderungen, ja, das Boot der Wünsche und ich nehme das so ein bisschen wahr, es geht so um ein Ankommen. Ja? Wenn wir nämlich jetzt vorausschauen und immer nach den Herausforderungen schauen und eher so getrimmt sind, dass wir vielleicht eher etwas Negativeres erwarten oder dass wir uns nicht sicher sind oder dass wir uns nicht trauen, und da sehe ich hier schon einen ganz wichtigen Punkt dann wegen dem Trauen und dem Mut, uns vielleicht nicht trauen, uns wirklich zu wünschen, uns wirklich was zu verbinden mit unseren Wünschen, dann bekommen wir hier immer wieder, das ist der Spiegel hier auf der Schattenseite, einen Spiegel vor. Gelegt, ja, der uns dorthin bewegt, nämlich diese Bänder vor den Augen abzunehmen. Und das könnten jetzt durch Seelengefährten sein, das könnten durch andere Trigger im Außen stattfinden, das könnte durch Prozesse sein, ja, wo wir auch noch einmal in wachsen, wo wir noch einmal erkennen. Das kann jetzt alles Mögliche sein und vor allem können es Situationen sein, wo wir merken, das macht uns schwach, das taugt uns nicht mehr. Das macht uns vielleicht auch ein Stück weit
krank im Sinne von, dass es uns keine Erfüllung bringt. Ja? Für mich ist ein Zustand der Krankheit ein Zustand der Nichterfüllung, der ein Zustand der Leere, die nicht gefüllt ist, weil der Raum, also nicht gefüllte Leere, sie ist gefüllt, aber mit einer Schwere. Ja? Weil dieser Raum einfach nicht eingenommen ist. Ja? Und genau das ist es, was hier dir dieses Kartenblatt auch sagen möchte, wo du dann auch am Schluss jetzt noch Botschaften bekommst dazu, zu dieser jetzigen Situation, dass du ausbrichst, dass du herausgehst aus dieser Schwere, die vielleicht nicht immer gefühlt auch schwer im Moment ist, ja, sondern es ist etwas, wo du, wenn du ganz genau drüber nachdenkst, ganz genau weißt, dass da etwas ist. Wir wissen übrigens sowieso ganz viel vorher. Nur ein Teil von uns kämpft einfach dagegen an, weil er es nicht wissen will, weil das einfach Konsequenzen vielleicht auch nach sich trägt. Ja? Weil wir vielleicht mit Dingen konfrontiert sind, die wir mit einem anderen Bewusstseinsanteil noch nicht mögen, noch nicht wollen. Und dann kämpfen wir gegen etwas an. Ja? Aber hier geht es jetzt darum, ein altes Vaterthema, ich bekomme es jetzt ganz stark als Vaterthema, ja? Ein Thema mit der Umsetzung, ein Thema mit dem Raumhalten, ein Thema mit dem Geborgenheit geben, ein Thema mit Zuspruch, mit Sicherheit, sagen wir es jetzt einfach mal so, dass wir das in die Reife bringen, um so unsere Leidenschaft, hier ist gefallen, die Leidenschaft auf der Schattenseite plus die Leidenschaft auf der Lichtseite, ja? Also dass wir den Rahmen hier sprengen, um uns vor allem in erster Linie selbst zu gefallen, ja? Und uns hier zu trauen, unsere Leidenschaft, unser Herzblut, unser Feuer zu leben, ja, das ist hier wirklich etwas, da geht es um ein höheres Bestreben, ja, und dein, es wollte auch nicht mehr Karten fallen, hier geht es darum, wirklich, was jetzt hinzukommt, deine persönliche Freiheit, dich als frei zu erleben und durch dieses Tor durchzugehen, wunderschön, weil du diese Einsamkeit, alleine sein, Einsamkeit, Leere, wie auch immer du das benennst, dieser Teil in dir, der will Heilung finden und der findet ihn auch jetzt, ja, indem du jetzt wirklich mal in dich einkehrst, spürst, schaust, was, welches Feuer in mir, welcher Teil in mir will ausbrechen, wo halte ich mich zurück, wo halte ich mich zurück, wo glaube ich noch nicht an mein Glück, ja, wo habe ich mir quasi die Gnade des Öffnens, ja, noch nicht gegeben. Wo habe ich vielleicht innere Stäbe oder irgendwelche Bedingungen, Vorlagen, die mich nicht ins höhere Bestreben hineinlassen, die mich nicht fühlen lassen, um was es wirklich geht, oder die mir immer mal wieder den Segel aus dem Wind nehmen, den Mut wegnehmen, um wirklich ja hier in die Sichtbarkeit, in die Leidenschaft einzutauchen, ja, in das, worum es geht. Sichtbarkeit, ja, ich finde das immer so schade, dass Sichtbarkeit immer irgendwas mit Business zu tun hat, ja, mit Marketing und. Ja, das ist halt ein Teil, wo man sichtbar ist. Aber Sichtbarkeit ist ja etwas ganz anderes noch, ja. Sichtbarkeit bedeutet doch einfach, sich zu leben, zu sich zu stehen, sich zu zeigen, wer man ist, seine Werte auch nach außen zu geben, ja, auch zu sagen, was man denkt, in der Partnerschaft, in der Familie, ja, sich aufzustellen, zu sagen, hey, Moment, das ist mein Leben, ich will dieses Leben leben, so wie ich das möchte auf dieser Welt und sich nicht immer, ja, klein zu machen, unterzuordnen, was auch immer, das nimmt uns ganz viel Energie heraus, vor allem wir Witterwesen, ja, wir sind das sowieso, dürfen einen Anschub, ja, erfahren, weil wir auch die Ersten sind in der Kette, so gesehen, die einfach auch wenn wir unsere Widerkraft leben, auch so diesen Pioniergeist, diesen Sprung nach vorne leben können, auch wenn wir vielleicht nicht das größte Durchhaltevermögen haben, wenn wir jetzt nur nach dem Sternzeichen gehen. Ja? Aber gehen wir jetzt nur nach dem Sternzeichen, dann ist das eine sehr impulsive Kraft, eine sehr direkte Kraft. Und wenn wir da haben, die Leidenschaft noch nicht leben, noch herumtun, vielleicht das anderen recht machen wollen, immer so ein bisschen aufpassen auch, ja? Auch die Wortwahl immer aufpassen, dass wir niemanden verletzen, weil wir waren ja schon im Leben ganz oft vielleicht ein bisschen zu laut, ein bisschen zu direkt, ein bisschen zu harsch, barsch, weiß ich nicht, wie das jetzt heißt. Wurscht, ja? Also auf jeden Fall all diese ganzen Geschichten, da einfach einmal zu sagen, hey Moment, ich bin aber echt, was will ich echt, was will ich wirklich, was will ich hier erleben, weil oft ist diese Einsamkeit und diese Leere, die wir haben in uns, auch ein ganz wichtiger Anteil darin, weil wir weil unser Bestreben da ein bisschen gedeckelt und zurückgehalten wird. Ja, weil wenn wir in uns unser Licht erheben, wenn wir in uns unsere Kräfte
erlauben, aufzustehen, ja, uns erheben, in uns selbst unseren Raum einnehmen, dann füllen wir uns ja echt. Ja, und dann ist da nicht mehr wirklich so viel Raum für Leere, für Einsamkeit und. Und vor allem auch dieser Kampf nicht mehr da, anderen Gefallen zu tun und anderen gefallen zu wollen und uns dann vielleicht auch unterm Wert zu verkaufen oder einfach auch andere Menschen ins Feld zu ziehen, die uns ja noch lernen müssen, eben genau diesen Zustand zu beenden. Hier geht es jetzt darum, im unterbewussten Bereich, was sagt jetzt hier tatsächlich der unbewusste Pfad der Hohepriesterin, der dunkle Bereich der Hohepriesterin, da geht es darum, keinen Kampf zu führen, der eigenen Weisheit zu folgen. Der eigenen Weisheit, das ist so ein bisschen die Prüfung auch drinnen, vertraust du dir wirklich und echt, traust du dich schon, dich anzunehmen? Ja, ich nehme das jetzt als ein hier annehmen, das bist du und das ist dein Vertrauen, auch wenn du ein Mann hier bist, das ist völlig egal. Hier, das ist die Hauptpersonenkarte in meinen Karten, geht es um dich und um dieses Vertrauen in dir, diese Annahme, dich geführt, dich geschützt und dich, ja, geborgen fühlen, einfach hier, wo wir gesehen haben, da ist schon noch ein Thema ein bisschen drinnen, das darfst du jetzt hier annehmen, da ist die Prüfung drin, indem du hier wirklich zuhörst, deiner eigenen Weisheit und dich nicht von dir selbst abwendest, ja, sondern wirklich vertraust, dass wenn du deine Schritte beibehältst, ja, wir kriegen ja die Impulse, wir wissen ja, ah ja, jetzt geht was in uns auf, jetzt machen wir was, jetzt sind wir voller Elan, voller Tatendrang, ja, jetzt wollen wir da irgendwas Bestimmtes machen und dann irgendwie sagt wer was oder sonst irgendwas und dann geht so ein bisschen die Luft wieder raus. Ja, und das sind so die Zustände, wo du merkst, aha, da stehe ich vielleicht noch nicht ganz zu mir, da lasse ich mich vielleicht vom Außen aus irgendwelchen Gründen noch zu viel beeinflussen und jetzt geht es darum, steh bitte zu dir und ich soll jetzt hier eine Karte ziehen. So. Ich soll jetzt hier eine Karte ziehen. Ja, es wird heute oder wahrscheinlich werden die Mail-Readings ein bisschen länger jetzt nach dieser Zeit. Kind des Kosmos. Die Intelligenz des Universums ist in dir. Warte, es ist noch nicht so weit, die Dinge sind dabei, sich zu entwickeln. Ja, na, es heißt jetzt auch nicht, dass du voranpreschen musst, wie nur irgendwas und alles über den Weg werfen sollst, sondern es geht darum, nach innen zu spüren, wahrzunehmen und dort dann in der Sicherheit einfach bei dir zu bleiben und bei dir zu sein, der Mittelweg. Ja, es geht nicht darum, alles jetzt niederzubrennen oder nichts zu tun, sich zurückzunehmen, sondern Step by Step dir zu folgen, dich zu nehmen, so wie du bist und einfach voranzugehen. Die mutige Pfingstrose, facettenreiche, einzigartige Natur, zeigt dich, wie du bist. Na bitte, wenn das jetzt nicht ein Hinweis ist, ja, du entwickelst dich einfach nach und nach. Ja, für uns Widderchen ist das halt eine wunderschöne Geschichte, die wir da noch einmal erfahren dürfen, weil wir sind ja oft sehr ungeduldige Gesellen. Und da geht es darum, wirklich überhaupt die Feuerzeichen, in der Ruhe, ja, das Kind des Kosmos, im Kosmos hat alles seine Ordnung in einer unglaublichen Chaosgeschichte irgendwie dann doch. Also, und trotzdem, wenn man tief hineinblickt, ist es eine wunderschöne Ordnung. Und diese Ordnung ist einfach so, dass wir manche Dinge nicht schneller vorantreiben können, nur weil wir das wollen, wenn wir dort noch nicht sind. Und jetzt geht es darum, einfach Schritt für Schritt wirklich zu spüren und dieses Feld der eigenen Wahrheit für sich aufzumachen, aber dort zu bleiben, ja, und sich einfach mal wirklich zu spüren. Und lustig ist, wir haben jetzt hier das Warten, wir haben auch hier das Warten und das Warten will ein bisschen freigelassen werden auch. Also, wenn du zu viel wartest, wenn du zu viel Zeichen haben willst, wenn du glaubst, irgendwelche Bedingungen, ne, das ist die lichtvolle Seite der Hohepriesterin, also das, was dir bewusst ist. Und dir ist im Moment bewusst, dass du freilassen möchtest, das abwarten. Ja? Alles hat seine Zeit, das ist so. Und du bist bereit, deine Schritte zu gehen. Aus dem Innen heraus wirst du deine Schritte gehen. Ja? Und alles, was dich davon abhält, loslassen, das ist so, die Zurückhaltung endet, ja, aber es soll mit dem Herz geschehen, du kannst jetzt nicht mit der Logik, weil das ist der nächste Schritt, ja, hier wirst du dein Herz öffnen, hier nimmst du das Herz auf der Lichtseite dazu, um einen Ausgleich zu schaffen, den Ausgleich zwischen Herz und Verstand, zwischen Himmel und Erde, zwischen all dem, was einfach jetzt wichtig ist, ja, du hältst dich jetzt nicht mehr zurück, du gehst aber jetzt auch nicht zu ohne irgendwas, ja, voran und reißt einfach alles nieder, das wäre jetzt auch nichts, ja, sondern es geht wirklich darum, in der Mitte
in der Mitte einen Ausgleich zu erfahren. Und das ist ja wunderschön, weil du darfst jetzt einen Neuanfang wagen. Du darfst jetzt einen unschuldigen Neuanfang wagen, einen entzückenden, einen befreiten, einen kreativen Kapitelneubeginn wagen, weil das Buch ja einfach für dich schon geöffnet ist. Und der Rat der Hohepriesterin, der jetzt zu dir spricht, der sagt dir hier einfach ganz klar, und ich mache das nicht so, der Rat der Hohepriesterin ist bei mir immer, das hat mit großer Arkana, zumal jetzt hier auch gar keine Tarotkarten liegen, gar nichts zu tun, sondern der Rat der Hohepriesterin ist bei mir sowieso immer, immer ein Rat der Hohepriesterin, weil sonst lege ich ja gar nichts hin. So, und das ist, du wirst hier eine Heilung in der Sinnlosigkeit erfahren. Ja, also du wirst die Heilung, nein, das war jetzt falsch, du wirst die Heilung der Sinnlosigkeit erfahren, also überall dort, wo du noch haderst mit Dingen, die hier auf der Welt passieren, mit Geschichten, die hier vielleicht noch etwas schwer im Herz lasten. Ja, da wirst du jetzt eine Veränderung spüren, indem du dein Herz aufmachst und hier jetzt einfach dich einmal in die Freiheit bringst und einmal jetzt lernst, wie es ist, wenn du wirklich im Ausgleich mit dir schwingst und bei dir bleibst. Nicht zu schnell nach vorne und nicht nach hinten, sondern wirklich lernst, in der Mitte für dich deinen Weg zu gehen. Da wirst du die Heilung der Sinnlosigkeit mit dir sehen, weil dadurch, durch diese Mitte einfach viele Dinge nicht schwinden, sie sind dann immer noch da, aber du hast hier ein Erblühen, ein Erleuchten, ein Erwachen in einem, ja, in einen Erkenntniszustand einfach, der vielleicht jetzt erst für dich beginnt, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja? Und darin wirst du Ausgleich erfahren und das finde ich wunderschön, weil es geht darum, mutig zu sein und voranzugehen, nicht mehr zu warten, nicht mehr im Rückspiegel alles zu sehen, sondern im Hier und Jetzt einfach wirklich seine Reise, seine Profession, sein Leben, ja, neu zu starten. Wunderschön. So, und jetzt gebe ich dir noch die Botschaften fürs Herzen, fürs Herzchen, die da zu dir wollten. Und zwar ist das die Innenreise und dann das Getragen. Die Innenreise. Im trauten Scheine sollst du stehen und Schönheit nun um dich geschehen. Die Zeit, sie fühlt sich still und leise und nimmt dich mit auf eine Reise. Die Fahrt, sie wird nach innen gehen, so kannst du leicht die schwersten Hürden überstehen. Ja, das gibt dir die Kraft. Hab noch Geduld, deine Gaben reifen. Ach, wunderbar. Und wisse, dein Glück folgt und ist bald für dich zu begreifen. Oh, Dankeschön, wunderschön. Und in diesem ganzen Prozess des Lernens, des nicht mehr Wartens, sondern des Gehens und die Schönheit im Hier und Jetzt des Gehens einfach für sich zu empfinden, währenddessen darfst du dich getragen fühlen. Getragen, gib dich der Blume des Lebens hin und bade in deinem Sonnengarten. Finde Frieden tief in dir, denn es geht um Materie und Ja zu dir zu sagen. Lass dich erblühen und finde deine Liebe wieder, denn wisse, ne, die Liebe wieder das Herz. Denn wisse, dass du jederzeit getragen bist von deiner Kraft in ihr. Lass dich von Weiblichkeit berühren, sie wird dich liebevoll tragen. Leuchte von innen und denke nicht zu viel, es geht nicht ums Verzagen. Nicht dein Verstand, nein, Wissen tief in dir wird deinen Weg nun generieren und wagen. Ja, die Weisheit in dir, die Verbindung zwischen Herz und Verstand, wunderschön. Du Widder, jetzt bin ich ganz durch. Du lieber Widder, ich wünsche dir, ja, ein wunderschönes Öffnen und dich trauen, deine Liebe, deine Lotusblume in dir wieder aufzumachen, dich zu wagen, wieder dein Feuer zu leben, deine Leidenschaft zu leben, dich wieder zu füllen, auch wenn manche Dinge schwer gewesen sind, auch wenn Traurigkeiten da waren, auch wenn Traumata, egal was da war. Es ist immer leichter, wenn wir das Ganze mit Freude und mit Liebe füllen und uns somit über diesen Weg auch tragen, ohne die Sachen zu deckeln, sondern alles, was ist, ja, ein Ganzes. Nicht mehr ein Teil und da ein Teil, sondern ein Ganzes. Und das beleben wir jetzt auch am 28. Mai, ab 28. Mai, einmal im Monat, immer am 28. Deswegen sei so frei, melde dich bei mir, bin meinem Memberbereich an und komm dann zum Live am 28. Ich freue mich schon und bis dahin wünsche ich dir jetzt wirklich von ganzem Herzen eine tolle, dich erfüllende, in dir ankommende, deinen Raum einnehmende, Schritt für Schritt vorangehende, entspannte, ruhige Reise. Bis dann, du lieber wieder. Baba.